ich aus und kommt an die Rande. Er hatte Yo-Kai, Yo-Kai Watch. Mit seinen Hundfreunden hat er Riesenspaß. Doch du brauchst dich nicht zu fürchten, er lässt sich nicht beirren. Seine Freunde sind Gespenster, doch dafür hat er Yo-Kai Watch. Yo-Kai, Yo-Kai Watch. Yo-Kai, Yo-Kai Watch. Doch du brauchst dich nicht zu fürchten, er lässt sich nicht beirren. Seine Freunde sind Gespenster, doch dafür hat er die Yo-Kai Watch. Wow, ist das ein geiles Opening. Wahnsinn. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Let's Demo. Heute zocken wir die Demo von Yo-Kai Watch 2. Kräftige Seelen und knochige Gespenster. Beziehungsweise Flashy Souls und Bony Spirits. Und ich bin schon so gespannt auf das Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Denn wenn mich das Ding vor allem auf Twitter verfolgt, der weiß, dass ich ein bisschen auf Yo-Kai Watch stehe. Ich habe den ersten Teil durchgezockt, fast auf 100%. Ich habe den Anime durchgesuchtet, den Manga schon etwas gelesen, wobei der Zeichenstil etwas, naja, ist. Ich habe jedes der Yo-Kai Watch Magazine, ich habe fast alle von diesen leicht überteuerten Plüschfiguren. Ich habe etwas viel Merchandise und ich stehe einfach ultra auf das Ganze. Ja, auf die komplette Serie und einfach alles drumherum. Ich finde es einfach so mega geil, mega cool. Und das geht von vorne los, super. Ich liebe sowas. Und jetzt haben wir die Demo vom zweiten Teil, der am 7. April rauskommt, also in knapp 3-4 Wochen. Und da bin ich schon mal ziemlich gespannt drauf. Und ja, starten wir mal die Demo, gucken mal, was uns alles so erwartet. Dies ist eine Demo-Version des Spiels. You don't say. Super, eine kleine Einführung. Nicht erklärbare Ereignisse auf der Welt sind alle auf Yo-Kai zurückzuführen. Diese Yo-Kai sind unsichtbar. Also für die Träger eine Yo-Kai Watch. Ich denke mal, das, was nicht erklärt wird, werde ich mal während des Videos erklären. Denn ich denke, es wird wahrscheinlich wieder locker eine Stunde gehen, so wie ich mich kenne. Ich halte die Labertasche. Freunde dich mit einigen Yo-Kai an, indem du ihre Yo-Kai-Medaille einsammelst. So kannst du deine neuen Freunde in Kämpfen zur Hilfe rufen. Aber lass uns zuerst einmal mit der Geschichte beginnen. Nathan, der Hauptcharakter, erinnert sich wieder an seine Yo-Kai-Kumpel Whisper, der weiße Geist, und Chibandian, die Katze. Nach ein bisschen Spaß mit den Yo-Kai, wahrscheinlich ist der bisschen Spaß der Story vom ersten Teil, besuchte er seine Oma in Petzlingen. Eine neue Stadt, cool. Ursprünglich kommen wir von Lenzhausen. Und jetzt gedacht nach Petzlingen, okay, mit dem Zug. Sieht schon ein bisschen aus, als würde es ein etwas altertümlicheres gehen oder etwas. Wie sagt man dazu? Also wie ist ein Vergleich von Tokio und Kyoto zum Beispiel, also etwas von der kompletten Moderne in das altertümlichere Japan, was ich auch mega faszinierend finde, diese krassen Kontraste. Also ich denke mal, es geht dahin, da der Zug auch ein bisschen älter aussieht, aber okay. Gucken wir uns mal an, wo es uns verschlägt. Als er im Haus deiner Oma ankam, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Was stimmt denn nicht? Ah, ich hatte recht, super. Also etwas, ja, in diesem Kyoto-Style, in diesem etwas altertümlicheren Japan-Gedöns. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah. Oma? Oh oh. Oma? Da muss was passiert sein. Los, Oma könnte in Schwierigkeiten stecken. Ganz ruhig, Whisper. Ganz ruhig. Bewege dich mit Hilfe des Schiebepads. Erstmal wieder Steuerungserklärung. Weiß ich schon, renne mit dem B-Knopf. Ich habe noch Stamina als Ausdauer, die nicht ausgehen kann. Bla 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 bla. Drücken auch nur, um zu quatschen, weiß ich auch schon. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Yo-Kai Watch Blasters. Yo-Kai Watch Blaster ist ein neu hinzugefügter Modus des Spiels. Kämpfe gegen den riesigen Oni. Ach, kann man gegen Oni und Gargantus und so weiter kämpfen? Das ist ja cool.
Die habe ich im ersten Teil so ultra gehasst, weil sie einfach so mega stark sind. Ist ja cool. Wenn du diese App auf dem Yo-Kai Pad. Okay, mache ich dann später mal gleich. In Yo-Kai Watch Blasters kannst du ohne mit deinem Yo-Kai bekämpfen. Kann ich mein Yo-Kai steuern? Ach cool. Wähle die Blasters App, um zu spielen. Ganz ruhig. So, Omas Haus. Erst ein bisschen umgucken. Dann bist du das ganze Gameplay. Da ist schon die Oma. Also nicht gerade so ein weiter Weg. Aber erst mal ein bisschen umgucken. Denn Level 5 steckt ja extrem viel Liebe ins Detail. Also wird ja auch wahnsinnig viel. Oh, das sieht so schön aus. Wahnsinnig viel Kleinzeug hier sein. Oh, das sieht so cool aus. Wunderschön. Auch eine gute alte Badewanne in diesem Stil. Mega cool. Und was ich auch ziemlich geil finde, in Japan, beziehungsweise wahrscheinlich eher in diesem, ja, sag mal wieder altertümlichen Japan, ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, das ist so, dass man immer die Schuhe auszieht und bei Nathan ist es so, dass er automatisch die Schuhe auszieht. Also er geht rein und zieht sie an oder aus. Ein ziemlich cooles kleines Detail. So, die Bude sieht ziemlich cool aus. Dann gehen wir wieder back to the beginning und ziehen wir mal das Hauptmenü rein. Oh, wie sieht das denn aus? Yo-Kai Pad, okay. Medaillen Inventar, Medaillium Hilfe, Einstellungen Yo-Kai Watch Blasters, okay, was er gesagt hat. Ungesammelte Arten. Ach, wieder die Käfer, Fische und das ganze Gedöns. 198, ach meine Güte. Ja, die gab es schon im ersten Teil, die konnte man dann ja fangen und angeln und die dann später gegen Items eintauschen. Was ein bisschen leicht nervig war, aber gut, das ist eher so optional. Ach cool, sogar Seepferdchen. Ach cool. So, dann Blaster gucken wir mal am Ende an. Medaillen. Ach, jetzt sehe ich sie erst. Da sind ja zwei neue dabei. Zungus und Schwammurai. Ach du meine Güte. Okay, mal gucken. Zur Hand gesammelt habe ich 10. Okay. Was habe ich denn auf der Hand? Was siehst du gruselig aus? Was ist das da? KG? Wieder was Neues. KG, KG, KS. Okay, interessant. So, hier haben wir Zungus. Talent Zauberlecken. Yo-Kai wird beim Heilen von Freunden gereinigt. Charakter sorglos, zärtlich. Dann Chibanyan, dann kennen wir schon den Hauptcharakter. Oder einer der Hauptcharaktere. Sorglos und mürrisch und wackelt hin und her. Talent Adrenalin. Kraft wächst mit jedem besiegten Gegner. Das ist ziemlich praktisch im Kampf. Dann haben wir noch Baku, der ziemlich creepige Traumfresser. Sorglos klug. Ich hab dich. Menge von absorbierten LP erhöht sich. Ja, die Attacken auch noch. Attacke abschlecken, Technik heilen. Also müsst ihr jetzt eine Art Healer. Liebesschlecker. Alle Freunde werden abgeschleckt und ihre LP wiederhergestellt. Wunden lecken bei Beseelung. Die Yo-Kai von beseelten Yo-Kai werden geleckt und regenerieren langsam LP. Ich denke mal, das Ganze mit Ultis-Hilfschlag und Besiegen werde ich mal während eines Kampfes erzählen. Dann sieht man es etwas besser. Das ist ein bisschen too much auf einmal. So, dann geht es weiter mit Opa Gusto, der ist auch wieder am Start, der alte Knacker. Sorglos, sanft und immer schläfrig. Talent, Bärenhunger. Versteckte Effekte von Essen bei Freunden. Und Essen ist sowas wie, ja, Trank, Supertrank, also mit dem man jetzt ein Yo-Kai zum Beispiel 20 LP zurückgibt, dann verstärkt er das Ganze und dann hat man, ich glaube, 25 LP, also ein bisschen mehr, was auch ziemlich cool ist. Attacke, Kopfstoß, Technik, Heilen, das ist auch ein Healer. Reisregen, stellt LP von Freunden mit köstlichen Reisbällchen wieder her. Beseelung, Hungern. Der Gegner bekommt Hunger und seine Stärke verringert sich. Also sieht man schon, dass die Beseelung entweder schlecht für den Gegner
oder gut für uns sein kann. Okay, das haben wir gar nicht angeguckt. Also hier zum Beispiel werden dann die besiegten Yokai, werden die Wunden gelegt und regenerieren LP. Das heißt, bei dieser Beseelung werden die eigenen Yokais geheilt. Und bei dieser Beseelung wird der Gegner, ich sag mal, gedebufft, also da wird dann die Stärke verringert. Und bei Baku, da war ich noch gar nicht, Attacke Klopstechnik Absorption, Schlafwandel, versprüht Rauch aus seiner Nase, der Gegner schläfrig macht. Beseelung Schlafenszeit, Yokai werden träge und wollen nur noch schlafen. So, dann geht's weiter mit Rebelzebub, einem absoluten Favoriten. Ich finde ihn einfach so cool designt. Sorglos, mürrisch, Rache. Talent, Rache. Reflektiert etwas Schaden auf Gegner. Attacke, Kopfnicker, Technik, Kieselstein. Also, der schmeißt ein Steinchen. Ulti-Seelschlag, Niederstarren. Stark Gegner an und verringert damit ihr TMP, also ihr Tempo. Besiedlung, Rebellenseele. Die Rebellenseele des Gegners schlägt fehl und schwächt Abwehr. So, und hier noch Schwammerei. Talent ausgewaschen. Charakter sorglos und grob. Verringert Statuswerte bei negativer Beseelung. Das ist cool. Lästiger Piekser, Hagel, Schrupper, Ulti-Seelschlag. Nutzt seine treue Bürste. Jetzt hätte ich fast Brüste gelesen. Nutzt seine treue Bürste. Um seine Freunde zu reinigen. Also wortwörtlich. Das ist cool. Beseelung auffrischen. Saubere, tugendhafte Kraft haltet das LP des beseelten Yokai. Okidoki. Ein ziemlich cooles Team. Aber ich habe gesehen, dass ich mehr habe. Genau, ich habe hier 10 von 405. Ach du meine Güte. Im ersten Teil waren es irgendwie knapp 300. Jetzt ist es über 400. Oh mein Gott. Das ist krass. Oh, wow, Level 50, ach du Scheiße. Ach, wie cool, Kyoteri und Roponian. Geil. Das ist ein ziemlich seltener Yokai, der ja, steht ja auch da. Rang A, selten. Das ist ja cool. Sag ich erstmal von oben nach unten. Leodrio. Charakter schlampig, logisch. Talent, Flammkampf, Geist. Kraft wächst, wenn ein Freund besiegt wird. Und bei Chibandian war es ja, wenn der Gegner besiegt wird. Talent Adrenalin. So. Attacke geübter Schlag, Technik Lodern. Flammenfaust verbrennt Gegner mit dem flammenden Kampf seines Kampfgeistes. Flamme der Kraft seines Kampfgeistes. Beseelung Entflammung. Entflammt das Herz des Freundes und erhöht so seine Stärke. Dann wieder was Neues. Waschugun. Wahrscheinlich die Entwicklung von Schwammurai. Ja klar, Samurai und Shogun, Schwamm und Waschen. Waschshogun. Ist das ein geiler Name? Ach, der hat eine Sprühflasche. Ist ja cool. Ich dachte schon zuerst, das wäre wie bei den, ja, bei den Shogun und Samurai, da gibt es ja ein paar ziemlich krass designte Waffen, wie zum Beispiel auch der Fächer von Madara, und da gibt es ja auch diese fetten, riesigen Krüge und tausend andere ziemlich abgefuckte Waffen. Aber das ist einfach mal eine Sprühflasche in diesem Shogun-Samurai-Design. Das ist ja cool. Charakter schlampig ergeben. Aha. Talent ausgewaschen. Verringert Statuswerte bei negativer Beseelung. So, du hast Sprühpistole und Frost. Also auch Element Eis. Abgesprüht, reinigt Freunde mit seiner Sprühkanone. Eine Sprühkanone, okay. Regeneriert LP. Beseelung aufpolieren. Zaubere tugendhafte Kraft hält das LP des beseelten Yokai. Dann haben wir noch den seltenen Rubonian. Krass, dass der dabei ist. Das ist Rubonian aus der Zukunft, beziehungsweise ein Roboter aus der Zukunft, das denkt, er sei Rubonian. Charakter Ungelenk ergeben, Talent Blocker. Blockt, wenn nach vorne nicht gezogen. Okay, das ist praktisch. So, Attacke Raketenschlag, Technik Frost mal wieder. Ulti-Seelschlag Abwehr Miaudus. Stärkt Abwehr und zieht gegnerische Attacken auf sich.
Ach, das ist ziemlich praktisch. Mycelium Stahlenergie macht die Haut eines Freundes hart wie Stahl, was Abwehr stärkt. Und ja, von einem ultra coolen Roboter zur Zukunft einfach mal ein Arschgesicht. Der gute alte Pupsi. Schlampig, gemein. Gasförmige Kugel. Verringert die Präzision der Gegner. Attacke Kopfnicker, Technik Frost. Ulti Seelstark, stinkender Smog. Setzt einen üblen Furz frei, der Tempo von Gegnern erheblich verringert. Wenn einfach mal ein Furz eine Strategie sein kann. Besiedlung Stinkbombe. Sein übler Gestank hindert die Gegner daran, klar zu denken. Krass. Okay, die sind alle Level 50. Bei meinem Team sind die ganzen kleinen auf 12. Okidoki. So, was haben wir noch alles? Inventar. Ein paar Items. So, wie das Ganze jetzt ultra lang gedauert, das will ich doch etwas im Detail sehen. Ich stehe einfach auf das ganze Detailzeugs. Okay, der ganze Standardgedöns. Reißball zum Lebenspunkte auffüllen. Dann die Yokai Watch, die Angelrute zum Angeln von ja, Fischen und so weiter. Seelentee, um die Seelenanzeige aufzufüllen. Also, man braucht die Seelenanzeige, um den Ulti-Seelschlag auszuführen, also die Spezialattacke. Yokai Medaillon haben wir auch schon gesehen. Frische Brise-Rad. Ein großartiges Fahrrad, mit dem du dich frei wiederfinden fühlst. Und davon haben wir auch schon gehört, das ist Modell 0, die originale Yokai Watch. Das war die vom ersten Teil und das ist jetzt die vom zweiten. Die ursprüngliche. Nutze sie, um fieser Yokai zu sehen. Okay, was ist das? Das werden wir schon sehen. Dann Insektenfangnetz. Um Insekten zu fangen, da kann man Fische angeln, hier kann man Insekten fangen. Und hier fiese Medizin. Ach super. Also eine Art Belieber so gesehen. Beliebt Yokai mit 1/4 LP. Okay, diese Sachen deuten schon ein bisschen darauf hin, dass man schon etwas kämpfen kann. Na, da bin ich mal gespannt. So, Essen-Items, Tiere, Ausrüstung und Haupt-Items. Gut. Dann zum Medaillon, beziehungsweise den, ja, wie man auch sagen könnte, der Pokédex. Da sieht man ein bisschen mehr von denen, also die kleine Hintergrundstory von denen. So, Schwamurai. Ein Fußsoldat, der es liebt zu putzen. Mit seinem makellosen Ruf bringt er bestimmt eines Tages zum Shogun. Und das hat er auch geschafft. Als Waschogun. Das ist echt eine geniale Idee. Shogun mit Reinlichkeitsfimmel. Wer seinen Helm beschmutzt, wird seinen Kopf kürzer gemacht. Ja, das kennen wir schon. Hier sieht man noch den eventuellen Fundort. Ah, Lenzhausener, ha? Also kann man auch von... Ah, wie heißt das? Von der neuen Stadt zurück nach Lenzhausen gehen, wo wir herkommen. Interessant. Und da ist neben Karke noch irgendein Platz. Aha. Und da ist KS, okay. Kein Plan, was das ist. Da finden wir das noch raus. So, dann Liurio. Der König der Beste mit einer Mähne aus Feuer. Dieser heißblütige Yokai erfüllt jeden mit feurigem Enthusiasmus. Genau, da kann ich auch mal ein bisschen erzählen, was die Yokai den Menschen antun, mehr oder weniger. Denn, wie schon gesagt wurde, Yokai sind unsichtbare, ja, Wesen, Geister, das kann man jetzt so oder so sagen. Die Menschen beseelen und je nachdem, welche Yokai das ist, wird mit den Menschen etwas anderes passieren. Also wenn zum Beispiel jemand von Liutrio beseelt wird, dann, na, steht schon da, erfüllt jeden mit feurigen Enthusiasmus, da sind sie ultra enthusiastisch und mega motiviert und ja, mit einer brennenden, ja, sind Feuer und Flamme auf irgendwas und gehen ultra ab. Und bei anderen, mal gucken, wenn ich dann noch finde als gutes Beispiel. Ah, perfekt, Rebelzebub. Bei Rebelzebub ist es so, wenn er jemanden beseelt, dann wird derjenige rebellisch, zickig, aufmüpfig und er steht auch da. Ein Yokai, der stets Ärger sucht. Er verwandelt gute Kinder in Rebellen und Kleinkriminelle. Talent Drache reflektiert der Schaden auf Gegner. Mhm.
Und okay, bei Ruben und Jan, da passiert eigentlich nichts. Bei ihm auch nicht. Bei ihm werden die, glaube ich, schläfrig. Ein Jucke, der Menschen in einen tiefen Schlaf versetzt und sich von ihren Träumen ernährt. Na dann, gute Nacht. Leicht creepy, Baku. Talent, ich hab dich. Menge von absorbierten LP erhöht sich. Genau, da werden sie, glaube ich, schläfrig, wenn die besiegt werden. Da werden sie hungrig von Opa Gusto. Ein Yokai, der immer hungrig ist und auch andere damit anstecken kann. Das ist im Grunde seine einzige Fähigkeit. Na, beste wie nix. Talent, Bärenhunger. Versteckte Effekte von Essen bei Freunden. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt, wenn man jetzt etwas im Trank ersetzt zum Beispiel, dann wird es verstärkt und dann kann man das mehr aufheilen. Habe ich das gesagt? Ich glaube schon. So, du bist auch ein neuer. Du warst Zungus. Ihre Zunge heilt nicht nur alle möglichen Wunden, sondern kittet auch Beziehungen. Okay. Talent Zauberlecken. Yuki wird beim Heilen von Freunden gereinigt. Alles klar. Habe ich noch ein gutes Beispiel für die Beziehung eines Yukis? Ich glaube, das war's jetzt schon. Ja, du bist auch ein gutes Beispiel. Wer vom Pupse beseelt wird, muss pupsen. Aber das Lustige, als es sich anhört. Also im Anime bei der Folge fand ich es mega witzig. Aber in echt, ich weiß nicht so recht. Ein Joker, der einfach nicht mit dem Pupsen aufhören kann. Einem Gerücht zufolge hat er nur schlechten Atem. Ja, logisch. Talent Gas wäre mega cool, genau für die Präzision des Gegners. Ich glaube, jetzt sind wir eh schon alle durch, mehr oder weniger, oder? Genau. Dann gehe ich nochmal ein paar der anderen durch. Ein, zwei habe ich, glaube ich, übersehen oder übersprungen. Ich glaube, mit Schibanien, die hatten wir schon, genau. Genau, Baku und Opa Gusto. Genau, Schibanien. Biografie. Ah, wie fröhlich aussieht. Nachdem er von meinem Last überfahren wurde, besiegte nun eine Kreuzung, um sich an den Lastern zu rächen. Adrenalin. Dann gibt es noch Robonin aus der Zukunft. Ein Roboter, der denkt, er sei Schibanien. Mit seinen steifen Bewegungen wirkt er jedoch nicht sehr katzenhaft. Miau, miau. Also ein Block ist echt ein verdammt interessantes Talent, muss ich mal testen. Denn im ersten Teil habe ich ihn nicht, da er ja selten ist und da habe ich auch nicht gerade alle. Einige bekommt man mehr oder weniger hinterhergeschmissen, andere müssen sich wirklich ziemlich krass erarbeiten. Aber gut, das war das Medaillon. Dann Tutorials, ich glaube, das habe ich eh schon alles durch. Steuerung und Blaster-Info, weißt du schon. Erzähl mir was Neues. Einstellungen, was gibt es hier noch? Sorry, wenn das Ganze jetzt ultra lange dauert, aber ich will das Ganze schon im Detail etwas erforschen. Hintergrund kühles Blau. Ah, antike Blüten. Ambuswald. Tiefes Lila. Ich bleibe mal beim kühlen Blau. Da ich den Hintergrund so blau eingefärbt habe, habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Passt ein bisschen besser. Blau ist ja ein bisschen beruhigend. Hashtag gute Psychotricks. Markierung, Ziel, Uhr, okay. Ihr passt schon alles. Musik und Special Effects mache ich später dann beim Bearbeiten. Das passt auch schon. So ein Blaster. Soll ich jetzt mal starten? Jetzt gehe ich nach einem Minispiel an. Okay, warum nicht?